liebe Zuschauer, wir befinden uns hier auf dem Münchner Oktoberfest und wie in jedem Jahr laufen hier die wunderschönsten Mädchen rum in den tollsten Trachten und Dirndlkleidern. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, das Bayern-Journal Wiesenmadel 2008 zu küren. Und das werde ich nicht alleine machen, nein, ich habe mir Unterstützung geholt und zwar von Dirndlfee Angelika Zwerenz. Hallo Angelika. Hallo Sabine, grüß dich. Wir waren ja eben schon mal unterwegs und haben uns schon umgesehen und ein paar Mädchen rausgefunden, also jüngere und etwas ältere, Wiesenmadel, genau. Wo wir gedacht haben, ja, die könnten es sein und werden. Nach welchen Kriterien wollen wir denn generell vorgehen? Was meinst du? Also ich hatte mir das so überlegt, dass wir erstmal schauen so den Gesamteindruck und was für uns heute zählt, ist einfach, wer sich für heute, für seinen Wiesenbesuch 2008 besonders viel Mühe gemacht hat. Vielleicht, er hat besonders tolle Zöpfchen oder eine besonders tolle Schürze oder Strümpfe mit Haarvollschuhen. Einfach jemand, der ganz originell ist. Aber ganz so einfach wollen wir es den Damen ja dann doch nicht machen, denn wir haben uns ein paar klitzekleine Gemeinheiten ausgesucht und so eine kleine Challenge muss dann jeder noch machen. Ja? Lassen wir uns doch mal überraschen, wie das unsere Kandidatinnen bewältigen werden. Komm Angelika, das schauen wir uns mal an. Und das sind unsere Kandidatinnen. Melanie aus Regensburg, Christiane aus Nürnberg, Franzi aus München und Bettina aus Memmingen. Gemeinsam machen wir uns auf ins Bierzelt zur ersten Challenge. So, wir befinden uns bereits bei unserer ersten Challenge und die ist gar nicht so ohne, für uns Damen zumindest. Und zwar geht es darum, so eine Maßbier zu stemmen. Ich mach's mal vor, oh, Hilfe, Hilfe. Ja, und unsere Damen, die hier sitzen, die müssen das möglichst lange schaffen. Ja, weil ich muss es ja Gott sei Dank nicht machen. Und gebe den Krug jetzt gleich weiter an die Christiane. Bitte schön. Okay. Meine herzigen Wiesendamen, auf die Plätze. Fertig, los. So ein voller Maßkrug kann ganz schön schwer werden. 2 Kilogramm können sich mit gestrecktem Arm zu gefühlten 10 Kilo verwandeln. Doch die 4 Mädels geben alles. Bis sie nicht mehr können. Franzi und Bettina machen den Weg frei für das Duell zwischen Melanie und Christiane. Endspurt. Und die Gewinnerin ist Christiane. So, und unsere zweite Aufgabe, die würde mir schon mal richtig schwer fallen. Denn wer ein richtig bayerisches Wiesenmadel sein will, der sollte natürlich auch was bayerisch sprechen können, ist ja klar. Und wie gesagt, also ich kann das nicht so gut. Ich mache es nämlich jetzt einmal vor. Unsere Kandidatinnen müssen jetzt nämlich einen richtigen bayerischen Satz sprechen. Das ist schon was echt saugut, dass wir Sommer auf der Wiesen haben. Die Damen machen es jetzt sicher besser als ich. Ich gebe hier mal. Das ist schon was echt saugut, dass wir Sommer auf der Wiesen haben. Schon mal viel besser als ich. Das ist schon was echt saugut, dass wir Sommer auf der Wiesen haben. Das hat dich schon ganz natürlich angehört. Das ist schon was echt saugut, dass wir Sommer auf der Wiesen haben. Das ist schon was echt saugut, dass wir zusammen auf der Wiesn sind. Also ich würde fast sagen, aber das ist jetzt mein persönliches Urteil, dass die Franzi das so ganz locker am ehesten locker vom Hocker kam gesagt hat. Oder ja, was meinst du? Nee, sehe ich ehrlich gesagt genauso, muss ich sagen. Also dann geht dieser Punkt diesmal, würde ich sagen, an die Franzi. Aber ihr beide wart auch fantastisch. Danke. Das Vogelpfeiferl vom Vogeljakob ist eine der ältesten Traditionen auf der Münchner Wiesn. Aber Sabine, wie geht es? Also wie es genau geht, kann ich selber nicht sagen. So sieht es jedenfalls aus. Und ich habe jemanden gefunden hier auf dem Münchner Oktoberfest, und zwar den Thomas. Der kann das. Und Thomas, kannst du uns das mal vorführen? Ja, man legt das Pfeiferl mit der Griffelseite nach hinten auf die Zunge und drückt es dann oben hinter den Zähnen an den Gaumen ran. Also, wir sind gespannt. Ja, hört sich super an und sieht ganz einfach aus. Jetzt gehen wir mal hier zu unseren Damen rüber. Ja, ihr Lieben, ihr habt gesehen, wie einfach das ist. Ja, eigentlich überhaupt kein Problem. Ich lese euch das nochmal ganz fachmännisch vor, wie das hier steht. Ja? Also, legen Sie das Pfeiferl so auf die Zunge, dass der gezackte Teil nach rückwärts liegt. Bitte schön. Das Pfeiferl so lange liegen lassen, bis es gut weich ist. Mit der Zunge leicht an den Gaumen heben, hinter die Zähne. Bei geschlossenen Zähnen sprechen Sie ein Chirchirochat.
So können Sie jeden Vogelsang imitieren. Also dann los, wir fangen mal an mit der Melanie. Oh, war ja schon fast eine Nachtigall. Ich fand das super, Bettina. Ganz perfekt. Also ich fand, alle unsere vier Kandidatinnen haben das echt super gemacht, oder Angelika? Ich war wirklich erstaunt, weil ich hätte überhaupt keinen einzigen Ton rausgebracht. Ein Pfeifen war überall da. Christiane hat allerdings einen sehr konstanten Pfeifton rausgebracht. Ich würde auch fast sagen, also Christiane, ich hoffe, es hat niemand verschluckt von euch. Aber ich glaube auch, die Gewinnerin von dieser Challenge war Christiane. Knapp, aber nur ganz knapp. Ja, liebe Zuschauer, jetzt dürfen Sie langsam Angst kriegen, denn wir sind bei unserer letzten Königsdisziplin angelangt für unsere Kandidaten. Denn Wiesen ohne Schießen geht nicht. Und jetzt ist höchste Konzentration gefragt. Franzi zielt, schießt und trifft. Ohne Last und ohne Ziel. Adlerauge Bettina erwischt das Plastikplättchen zielgenau. Und Melanie streift es zumindest. Das war ja, würde ich sagen, mega spannend wieder einmal. Und dafür, dass zwei der Mädels noch nie geschossen haben in ihrem Leben, war das absolute Spitzenklasse. Und meiner Meinung nach, würde ich sagen, bekommt diesen Punkt die Bettina. Genau. Und dafür kriegst du auch die allererste Rose. Danke. Oh, so eine schöne. Aber natürlich auch die andere. Vielen Dank. Danke. Bitteschön. Danke. Ihr wart einfach super. Ja, liebe Zuschauer, sind Sie schon gespannt? Wer wird es werden, das Wiesenmadel 2008? Wir haben ja viel bewertet. Einmal die tollen Outfits. Dann haben wir ganz fleißig Bierkrüge gestemmt, haben bayerisch gesprochen und mit Jakobs Vogelpfeifer gezwitschert und zu guter Letzt auch noch geschossen. Ja, Angelika, was würdest du meinen? Wer hat den Titel verdient, Wiesenmadel 2008? Die Auswahl ist sehr, sehr schwer gefallen, weil wir vier perfekte, tolle Teilnehmerinnen hatten. Aber wir haben uns entschlossen für die Christiane! Danke. Willkommen zu Bayern-Journal Wiesenmadel. Danke. Herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Und für euch natürlich auch ein herzliches vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Danke. Danke fürs Mitmachen. Und es hat ganz viel Spaß gemacht mit euch zusammen. War sehr, sehr schön. So ein schönes Herz.